Eigentlich haben wir die Schulen jetzt in der Sommerzeit, in den Sommerferien geschlossen. Allerdings stehen die Türen der kleinen Volksschule von St. Georgen am Sandhof. Das liegt im Norden von Klagenfurt weit, weit offen. In der Klasse und im Garten hat eine Gruppe viel Spaß dabei, spielend und in sommerlicher Gemeinschaft lesen zu lernen. In diesem Sommercamp werden die Mädchen und Buben zu richtigen kleinen Lesehelden. Meine Kollegin Waltraud Jäger hat sie besucht und gleich einmal Alina und Katharina getroffen, die dem Lesen mehr oder weniger abgewinnen können. Also ich mag es gern, weil wir lernen nicht lesen so wie in der Schule, sondern wir spielen auch draußen und wir haben alle zusammen Spaß. Kannst du nicht gut lesen? Naja, ich mag es nicht und deswegen lerne ich ja nicht so gern. Warum magst du nicht lesen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Katharina, wie ist es bei dir? Ich mag lesen. Aber? Aber manchmal auch nicht. Was kann man dagegen tun? Also wir spielen so, jetzt zum Beispiel bei Gehen, also es hat so Gehwörter gesagt und dann haben wir das halt gemacht und wir haben so Fingerspitzengefühl geübt. Bettina Wolkemuth, was steckt dahinter? Also wir haben das Lesecamp oder unsere Lesehelden vor circa einem Jahr entwickelt, die Idee dazu, und wir haben Superkräfte definiert, die eben aus der Leseforschung abgeleitet sind, weil die Mädels jetzt schon gesagt haben, das Ultra gehört zum Beispiel. Wenn ein Kind lesen lernt, dann ist es ganz wichtig, dass es die Laute, die es hört, die schon von klein auf gehört hat, auch mit dem Schriftbild verbinden kann zum Beispiel. Und das ist wichtig, je besser man das hört, desto besser kann man es dann auch mit dem Geschriebenen verbinden. Eigentlich schon. Den Superblick haben wir, weil es einfach darum geht, ob wir auf einen Blick Unterschiede zum Beispiel erkennen können. Das müssen nicht unbedingt Buchstaben sein, das können Muster sein, ob ein Kind in der Lage ist, ähnliche Kreise miteinander zu verbinden, Quadrate zu erkennen und so weiter. Und dann natürlich auch bei Buchstaben eben diese feinen Unterschiede zu erkennen. Zum Beispiel, wir haben da einen Zettel gehabt, da ist eine ganze Zeile schlafen gestanden und irgendwo ist er schläft gestanden. Es ist immer ein Wort, zwar das gleiche, aber ein Buchstabe mehr gestanden. Das haben wir herausfinden müssen. Wie leicht, wie schwer lernen Kinder lesen? Also grundsätzlich würde ich immer sagen, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, gut lesen zu lernen. Worum es wirklich geht, ist einfach das tägliche Training. Wobei ich immer sage, man sollte nicht trainieren oder üben dazu sagen, also vor allem wenn das Eltern jetzt zu Hause mit den Kindern machen, gell, sondern dass man einfach liest. Weil wenn man lesen kann, dann ist es einfach einfacher. 5 Minuten am Tag beispielsweise. Es ist nicht mehr. Also man muss sich nicht denken, dass man da eine halbe Stunde sitzt, nur 5 Minuten ein paar Zettel durchliest oder ein paar Bücher aufblättert. Für die Altersstufe natürlich angemessen, damit die Schriftgröße passt, damit das Thema zum Kind passt, auch natürlich das Interesse gegeben ist. Und je öfter ein Kind einem Wort begegnet, desto leichter kann es das abspeichern. Es ist zum Beispiel in der Forschung, wie gesagt, dass ein Kind, um ein Wort wirklich im Kopf, im Langzeitgedächtnis gespeichert zu haben, ja, oder speichern zu können, es 60 Mal gesehen haben muss. Das ist dann natürlich auch verbunden mit der Rechtschreibung wieder. Also je öfter wir einem Wort begegnen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es dann einfach wiedererkennen. Ja, es sind immer die schweren, die groß, die lang sind. Zum Beispiel, keine Ahnung, was haben wir gestern, dieses lange Wort, das ja, so lang war? Gestern Donau, Dampfschifffahrtgesellschaft. Ja, das war so schwer, weil da hast du dann außerfinden müssen, die einzelnen Wörter, die da drinnen versteckt sind eigentlich. Und das waren eigentlich ganz viele. Ich glaube, das waren 3, 4 Wörter. Und zusammen bildet es dann ein ganzes Wort. Das ist das Schwerste dran. Das klingt aber richtig spannend, oder? Was da passiert in diesem Sommercamp zum Lesen lernen. Wir erzählen Ihnen gleich noch mehr darüber, auch wie das spielerische Lesen lernen genau funktioniert. So oft müssen Sie nicht in die Schule gehen im Sommer, aber Sie machen das ja auch gerne und vor allem spielerisch. Spielen und lesen und spielend lesen lernen. Das ist nämlich das Ziel des Lesehelden-Sommerprogrammes, das in St. Georgen am Sandhof stattfindet. Die Pädagogin Bettina Wohlgemuth, Fekonja und ihr Team zeigen diese und nächste Woche Kindern zwischen 6 und 10, wie es leicht und lustig geht, wie sie ihre Kenntnisse beim Lesenlernen verbessern und vielleicht aus kleinen Leseschwächen eine große Stärke fürs nächste Schuljahr machen. Wie kriegen Kinder Lust auf Lesen, Katharina? Indem man aus Lesen Spaß macht. Ja, du musst ein Thema finden, das dir gut gefällt und das Lesen kennen, weil dann ist es auch nicht mehr schwer für dich, sondern dann kannst du es und magst es auch. Bettina, so ein Lesecamp, wie funktioniert das? Wie groß ist die Gruppe? Also momentan besteht die Gruppe in der ersten Woche aus 11 Kindern und in der nächsten Woche haben wir 8 bis 9 Kinder. Es hängt davon noch ab, ob ein Kind noch dazukommt. Die Kinder sind zwischen 6 und 10 Jahren alt, also wirklich von der 1. bis zur 4. Klasse Volksschule. Ich komme jetzt in die 4., also ich bin 9. Also ich war jetzt in der 4.
Aber dann müsste man meinen, du kannst ja schon gut lesen. Ja, aber ich mag es nicht und deshalb habe ich es halt nicht gelernt. Sie liest aber gut, ja. Ich glaube, das ist einfach auch nur die Idee, dass man in den Ferien was macht, was erstens mit Lesen zu tun hat und zweitens Spaß macht. Woher nimmt man den Spaß? Also ich glaube, dass es über die Geschichten geht. Also die Geschichten, die in Büchern erzählt werden. Wir haben auch viele Einzelmaterialien, wo es eben nur darum geht, unsere Superkräfte zu trainieren. Aber wirklich Spaß empfinden Kinder dann beim Lesen, wenn sie sich auch in den Geschichten und Büchern wiederfinden. Ja, wenn sie sich mit den Charakteren irgendwie identifizieren können. Wenn sie sagen, ja, sowas Ähnliches habe ich schon einmal erlebt oder das würde ich gern machen, wenn man in Traumwelten eintauchen darf. Und einfach merkt, okay, Bücher erzählen Geschichten, das sind andere Welten. Was liest du gerade? Philippas verkehrte Welt, das ist so, dass da ein Mädchen wegziehen muss von zu Hause und dass sie da einen Freund aber zu Hause hat. Also sie will da nicht weg. Dann findet sie einen Kater drüben in der Stadt, der mag sie ganz gern. Das war allerhand los in deiner Geschichte. Ja. Hast du auch eine Lieblingsgeschichte, Katharina? Ja, auf magische Pfoten. Da geht es um einen Zauberhund, der in echt ein Wolf ist. Und da findet das ein Mädchen. Und da macht sich der Hund eben unsichtbar. Und dann beginnt eben eine magische Geschichte. Und in einem Teil kommt vor, dass sie in einen großen Schauspielstück mitspielt. Alles wie im wirklichen Leben, oder? Na. Bettina, die Schultüren stehen auf jeden Fall offen diese und nächste Woche noch für die Kleinen zum Lesen. Kann man sich noch anmelden? Sehr gerne, jederzeit. Wir haben auch Kinder, die von heute weg gesagt haben, sie würden gern mitmachen oder sie würden gern länger bleiben. Wir sind da absolut flexibel. Von den kleinen und großen Lesehelden in St. Georgen am Sandhof, Waltraud Jäger für Radio Kärnten.